Herzlich willkommen zu Artatalk 16 mit Corinna Lauer hier bei uns bei der UNM in Zürich. Ich freue mich sehr, euch endlich wieder physikalisch in unseren Räumen zu Artatalk begrüßen zu dürfen. Artatalk machen wir als Technologiefirma, weil Technologie und Kunst gewisse Gemeinsamkeiten haben, vor allem moderne Kunst. Beim diesjährigen Projekt QuickBubble hat sie sich intensiv mit unserer Welt beschäftigt, mit der IT-Welt, mit dem agilen Arbeiten, mit Algorithmen und hat das in eine andere Sprache umgesetzt, die sie euch dann auch nachher noch im Detail erklären würde. Mein Name ist Corinna Rauer. Ich habe die Chance bekommen, die diesjährige Künstlerin für Artatalk zu sein, was mich sehr freut. Und ich habe das Thema Algorithmen behandelt. Man kommt da relativ schnell drauf, wenn man sich mit IT auseinandersetzt. Was mich aber speziell interessiert hat, ist, dass man Algorithmen in natürliche Sprache übersetzen kann. Ich habe selber neben Kunst auch Germanistik studiert, bin also näher bei der Sprache und auch sprachlichen Strukturen. Und dass man quasi etwas, was auf Zahlen basiert, kann in Sprache umwandeln oder beschreiben, wo dann für mich wieder zugänglicher ist, hat mich sehr interessiert. Das Projekt heisst QuickBubble. Die beiden Begriffe leiten sich ab aus zwei verschiedenen Algorithmen und bedeuten aber auch so das schnelle Eintauchen in eine Blase, die man sonst im Grunde genommen nicht so kennt. Oder für mich ist das so, ich habe die IT-Welt bis jetzt nicht kennt und habe wie einen kurzen Einblick können haben über das Projekt. Ich habe das Projekt Entwickler vorgestellt. Dort hat es schon Diskussionen gegeben, teilweise Rückmeldungen. Und habe dann nach den Vorstellungen der Entwickler direkt die Algorithmen zugeschickt bekommen. Teilweise mit sehr ausführlichen Erklärungen, teilweise einfach Inputs, Algorithmen, Verschiedenes. Und habe dann eigentlich aus dem Input, den ich bekommen habe, 7 Algorithmen ausgesucht, die ich dann als Bilder umgesetzt habe. Ich habe mich ja mit etwas sehr Digitalem beschäftigt und es ist aber oft so, dass ich in meinen Arbeiten mich mit zeitgenössischen Sachen beschäftige, teilweise digitale Sachen, aber alte Techniken benutze. Die Bilder sind gemalt mit Aquarellfarben in sehr dünnen Schichten. Und ich habe eigentlich für jedes Bild immer zuerst Skizzen erstellt, verschiedene Zusammenstellungen, wo ich ausprobiert habe, wie verschiedene Elemente miteinander wirken. Das sind Bleistiftskizzen und habe dann eine Vorzeichnung gemacht und dann eigentlich erst das Ganze mit Aquarell umgesetzt. Also ich habe ja schon erklärt, wie ich vorgegangen bin, dass ich die Algorithmen bekommen habe und dass man das in natürliche Sprache beschreiben kann und dass ich das dann in Bilder übersetzt habe. Und ein Teil von dem Prozess war natürlich, mir selber das verständlich zu machen. Weil natürliche Sprache bedeutet ja schlussendlich nicht, dass man sofort alles versteht. Ich habe mir das tatsächlich auch ein bisschen einfacher vorgestellt. Es ist dann natürlich sehr viel Begriff oder Fremdwörter, die ich nicht verstand, oder auch Zusammenhänge, die ich nicht verstand. Und das war für mich teilweise auch eine extreme Überforderung gewesen. Und diese Überforderung thematisiere ich in diesen beiden Videos, die heissen Server Stress und Translation Error, wo man eigentlich wie so sieht, wie so die ganzen Zeichen oder eben das unbekannte Vokabular auf mich einströmt oder quasi den ganzen Stress im Recherchieren über die Server, die wie die ganze Zeit laufen und in Bewegung sind. Von den Bildern gibt es zwei, die ich besonders gerne habe. Der eine ist der Liveness-Check, weil ich nur schon den Vorgang vom Algorithmus sehr spannend finde. Der Algorithmus war für mich auch gut beschrieben und zugänglich. Das war nicht immer gleich einfach gewesen. Und der Dijkstra, weil ich es auch grundsätzlich sehr interessant finde, über Navigation nachzudenken und weil es ein Algorithmus ist, der sicher sehr oft benutzt wird, ohne dass natürlich genau gewusst wird, was dahinter steckt. Das ist der Liveness-Check, ein Algorithmus, den ich zugeschickt bekommen habe mit einer Beschreibung, die sagt, dass man für den Onboarding-Prozess, also wenn man bei Banken ein Konto eröffnen will, ohne dass man direkt vor Ort ist, sondern so, dass man online ein Konto eröffnet und die Bank auch einen bis jetzt nicht als Kunde kennt, so dass man
eigentlich nicht weiss, ist es jetzt eine reale Person oder ist es irgendwie ein Bot, kann überprüfen, ob man es mit einer lebendigen Person zu tun hat. Ich finde, sie hat das spannend und cool dargestellt und ich gehe davon aus, wenn niemand von euch oder niemand von unseren Kunden dieses Bild kaufen wird, werde ich es sonst sicher kaufen. Verratet mich nicht, sonst geht der Preis hoch. Besten Dank.